Herzensgrüezi aus dem Appenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger und ich freue mich sehr, auch diese Woche einen kleinen Ausblick zu geben. Ich sage jetzt mal, in meine Glaskugel zu schauen und dir so ein bisschen zu erzählen, was im Kosmos passieren kann. Wir haben eine relativ beschwingte Woche vor uns, weil einerseits die Venus in den Skorpion wechselt und die Venus ist ja der Planet der Schönheit, auch des Geldes. Und wenn die Venus wechselt in den Skorpion, dann geht es immer zur Sache und zwar tiefgründig und eben auch harmonisch und schön. Das bedeutet, du kannst diese Zeit schon mal nutzen, dir zu überlegen, privat sowieso, aber auch, was du vielleicht mit deinen Kunden noch in die Tiefe angehen kannst. Dann ist am Mittwoch, also wie gesagt, Venus geht heute in den Skorpion, dann haben wir am Mittwoch ich sage jetzt mal, den Wechsel von Neptun zurück in die Normalität. Wir haben jetzt sehr lange, hatten wir den rückläufig. Und das kann sein, dass du das ab und zu gemerkt hast. Und zwar ist der Neptun ist all das, was ich sage jetzt, das Mystische, das Unsichtbare, die Verbindung zu allem, auch zur geistigen Welt. Und Neptun ist auch der Planet des Nebels. Und es kann sein, dass du in den letzten Monaten manchmal einfach nicht mehr so genau gewusst hast, was dein Weg ist, was sich richtig anfühlt, weil alles eben so ein bisschen vernebelt war. Und jetzt geht er wieder vorwärts und es kann durchaus sein, dass du auf einmal so richtig Weitsicht hast und dich vielleicht sogar ein bisschen darüber wunderst, wo die letzten Monate war und dann hat das eben unter Umständen mit der Rückläufigkeit zu tun. Hat, muss aber nicht. Wir Menschen sind unterschiedlich, das ist gut so. Die einen reagieren so, die anderen so. Und ich bin der Meinung, es kann sein, dass wir dadurch so ein bisschen erleichtert sind die Woche. Ich merke schon bei mir, ich bin ja zwar absoluter Fan von Neptun. Neptun ist mein Geburtsplanet. Ich bin ja im Sternzeichen von Fische geboren und da gehört ja Neptun dazu. Von dem her habe ich eine sehr große Nähe zum Neptun und trotzdem bin ich so ein bisschen, freue ich mich auch wieder, dass er jetzt wieder vorwärts läuft und dadurch auch wieder Energie freisetzt. Aber wie gesagt, das muss nicht so sein. Bitte beobachte dich selber mal so ein bisschen, was das mit dir macht, wenn ein Planet rückläufig ist oder nicht. Der nächste, der jetzt wieder rückläufig geht, das ist ein Dauerbrenner, das ist Merkur. Und der geht wenn ich es richtig im Kopf habe, am 13. geht der dann auch schon wieder rückläufig. Aber noch so ein bisschen diese Woche, wir haben Merkur in positive Konstellation. Das bedeutet, dass du vom 7. bis 9. diese Energie nutzen kannst. Jetzt haben wir die Venus, die im Skorpion ist und Venus eben steht immer auch Beziehungen im Business drin. So ist meine Interpretation. Und das bedeutet jetzt auch, Merkur ist sehr gut gesinnt. Also das heißt, jetzt könntest du volle Pulle noch ein bisschen Gas geben in deinem Business. Dort, wo du vielleicht ein bisschen gezögert hast oder etwas noch nicht erledigt hast, zum Beispiel ein Angebot unterbreiten oder Kontakt mit jemandem aufzunehmen, dann ist das jetzt eine gute Woche, das zu tun, weil ich sage jetzt einfach mal, die Planeten stehen äußerst günstig. Und da brauche ich noch nicht mal einen Blick in meine Glaskugel, wobei die mag ich natürlich auch sehr, um dir zu sagen, nutz doch diese Energie. Wir kommen jetzt so langsam, aber sicher gegens Ende des Jahres und da passiert ja dann noch einiges insofern. Am 21. gehen wir dann wieder in mehr Licht. Das wird uns auch wieder sehr stark beeinflussen. Und dann gehen wir in diese Zeit, die mystische Zeit zwischen den Jahren. Früher habe ich Rauhnächte zelebriert. Seit einiger Zeit mache ich es nicht mehr so herkömmlich, sondern ich brauche die Zeit ganz bewusst, um zu channeln. Und ich bin ja der Meinung, dass wir alle für uns Botschaften empfangen, die einen in Form von
Botschaften, die anderen von Bildern, die dritten von Düften, was auch immer. Und wir können diese Fähigkeit gut nutzen, uns jeden Tag auf den jeweiligen Monat einzustimmen und eben Fragen zu stellen. Ich mache das, habe das jetzt schon dreimal gemacht und bin immer wieder erstaunt. Ich schaue mir das sicher einmal im Monat an, meistens am 25. für den Folgemonat, manchmal sogar zwei, dreimal. Und ich bin wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Natürlich kannst du sagen, ich arbeite als Medium, bin natürlich da trainiert darin und trotzdem habe ich auch irgendwann wieder angefangen und bin den Weg gegangen ins Training. Und ich möchte dich so ein bisschen ermuntern, ob du dann die Rauhnächte klassisch machst oder eben bereits in einer neueren Form, das spielt gar keine Rolle. Ich bin der Meinung, dass sich eben auch die Rauhnächte wandeln, genauso wie sich die Menschen gewandelt haben dieses Jahr und genauso wie sich eben auch dadurch das Marketing verändern muss, weil es kann ja nicht sein, dass sich die Menschen verändern, ihre Bedürfnisse verändern und das Marketing bleibt noch so, wie es war, so ein bisschen alte Schule. Und da geht es darum, die Erkenntnis aus dem Marketing mit dem, was da jetzt sich verändert hat, eben zu kombinieren, sodass etwas Neues entstehen kann. Und da muss ich sagen, da arbeite ich seit einiger Zeit mit meinem Team, also nein, schon ganz lange Zeit, angefangen haben wir schon 2019 und das hat sich immer weiterentwickelt und jetzt kommt nochmals ein großer Schub. Und ich möchte dich so ein bisschen motivieren und inspirieren, da offen zu sein und für dich eben zu überlegen, was brauchen deine Kunden, welche Bedürfnisse haben sie und was kannst du anbieten, um sie dabei zu unterstützen, dass sie ihren Weg gehen können. Und ich bin der Meinung, dass uns da Business Astrologie sehr stark die Türen öffnen kann. Ist eine Möglichkeit. Es gibt ganz viele andere auch. Das ist ganz klar. Ich habe mich einfach für Astrologie entschieden, weil mich das fasziniert hat. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, obwohl ich mich jetzt schon längere Zeit damit beschäftige, jedes Mal, wenn ich wieder in mein Horoskop oder Chancenchart, wie ich das gerne nenne, schaue oder auch in die Charts meiner Kundinnen, habe ich das Gefühl, es ist wieder was Neues und etwas Zusätzliches, was uns dienlich ist. Und ja, definitiv, ich finde Astrologie, Business Astrologie oder eben das Verständnis für die natürlichen Energien von Sonne, Mond und Planeten ist für mich eine große Persönlichkeitsentwicklung und eben auch die Chance herauszufinden, welches Business-Konzept genau zu dir passt, welches Business-Konzept dir in die Wiege gelegt worden ist. Und wenn dich das interessiert, da eben wieder die kleine Werbepause. Und zwar, ich habe es schon mal erwähnt, am 11.01. mache ich wieder einen Durchgang Aquarius. Das ist ein Programm, das ich mit der geistigen Welt entwickelt habe. Da habe ich mein Businesswissen, meine Marketing-Erfahrung und eben auch Business-Astrologie genauso wie die Informationen aus der geistigen Welt kombiniert. In 8 Wochen gehen wir Schritt für Schritt den, ich sage jetzt mal, Plan durch. Dieser Plan, der deinen Fähigkeiten entspricht, vor allem aber auch deiner Energie entspricht, sodass du das Konzept hast im Business, das genau zu dir passt. Und weil es eben dir in die Wiege gelegt worden ist, ich bin der Meinung, wir sind alle unterschiedlich und es kann nicht sein, dass wir ein einheitliches Business-Konzept haben, sondern das sollte so genauso individuell und tiefgründig sein wie du. Und wenn dich das interessiert, nimm gerne mit mir Kontakt auf, dass wir miteinander ein bisschen darüber sprechen können, was deine Bedürfnisse sind und ob die in diesem 8-wöchigen Programm Aquarius Flow and Grow. Und das ist eine Betriebsanleitung, wie du dein Business eben auf- und ausbauen sollst, was es dazu braucht, Schritt für Schritt. Da reden wir auch eben über Businesswissen, da reden wir ganz viel über Marketing und wir reden auch darüber, wie wir unser Business so planen können, dass es unserer Energie entspricht. Und da bin ich nun definitiv der Meinung, dass wir künftig noch viel mehr so arbeiten werden.
Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir eine super Woche. Ich würde jetzt mal sagen, Planeten stehen gut. Gerade, dass wir das noch fürs Business so ein bisschen wie ein Endspurt nutzen können, be bevor vielleicht dann eine Zeit kommt, der, ja, der Besinnlichkeit, ja, die Weihnachtszeit. Je nachdem, welche Energie du hast, wirst du da ein bisschen ruhiger werden oder vielleicht eben dann dich noch sichtbarer machen. Das ist ja immer genau entsprechend der Energie. So, jetzt habe ich alles gesagt. Ich frage noch kurz die Geistwelt, die sagt, genau so ist es. Wir sollen uns auch eben auch in dieser sinnlichen Zeit, besinnlichen Zeit, auch so ein bisschen zurückbesinnen auf das, was uns wichtig ist und auch trotz des Trubels, der manchmal da draußen ist, herrscht, eben auch immer mal wieder Pause zu machen, innezuhalten und eben das Leben genießen. Das ist der Tipp der geistigen Welt. Das nehme ich gerne für mich mit. Und wie gesagt, ich wünsche eine ganz, ganz leichte, lockere, fröhliche, lustige Woche. Ich schicke dir wie immer ein von Seele und Herz kommendes Ja. Tschüss. Mach's gut.